Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Sternberg, das war natürlich eine Steilvorlage für die, die noch sprechen dürfen. Erstens, weil wir ja etwas mehr Zeit haben. Zweitens, weil Sie gesagt haben, dass Sie nichts davon wussten, was geändert werden soll. Jetzt müssen wir die Karten auf den Tisch legen. Am 12. Januar, ich meine so circa 20.10 Uhr, haben wir alle eine Mail bekommen aus der SPD-Fraktion mit dem Vorschlag dieser Werbereduzierung und der Frage, ob wir uns dazu gemeinschaftlich als Fraktionen hier verhalten. So war das. Und dann kann man darüber diskutieren, das wollten wir auch. Wir hatten vorher eine Aussprache dazu, und zwar in unserem Ausschuss. Und in der Aussprache haben wir uns darüber auseinandergesetzt, ob das, was wir in der Anhörung gehört haben, unter anderem auch zum Thema Werbereduzierung, für uns noch zu einer Veränderung führt oder nicht. Und das ist die Debatte, die wir im Grunde seit der Anhörung schon geführt haben, koalitionsintern und spätestens seit der Ausschusssitzung auch mit Ihnen. Aber wir wissen ja noch mehr. Wir wissen, dass auch vorher schon miteinander geredet wurde. Das sollen auch ruhig alle wissen, weil natürlich Politik nicht so verläuft, wie Sie das hier schematisch darstellen, nach dem Motto, es niemand redet mit einem und dann wird einfach beschlossen, sondern es wird immer miteinander diskutiert und beraten über Wochen und Monate hinweg. Es begann beim WDR-Gesetz mit einem Online-Konsultationsverfahren seitens der Landesregierung. Also viel mehr Transparenz geht nicht. Und deshalb sollten Sie sich eigentlich dieses Hinterherkarten an einer Stelle, an der Sie nicht glaubwürdig agieren, sparen. Ich wusste auch nicht, Herr Sternberg, dass die freien Berufe in Nordrhein-Westfalen alle CDU nahestehen. Ist mir neu. Ich glaube auch nicht, dass das so ist, sondern ich glaube, dass auch diese Gruppierung wie andere auch die Möglichkeit haben, über die 7 noch zu vergebenden Plätze sich durchaus im Rundfunkrat ihren Platz zu verschaffen. Und insofern können wir natürlich schon, weil wir ja vergrößert haben, das Gremium, es nicht noch um viele Plätze mehr vergrößern. Sie hätten ja Ihren Vorwurf noch verstärkt, dass wir etwas aufblähen. Also musste irgendwann eine Grenze gezogen werden, die ist gezogen. Und ich finde es gut, dass wir immerhin noch im Rahmen der Möglichkeiten, die wir jetzt haben, Leuten die Möglichkeit geboten wird, nachzumelden, zu sagen, wir wollen mitmachen, wir wollen mitarbeiten. Und dabei geht es, Herr Sternberg, nicht um Futtertröge der öffentlich-rechtlichen Gremien. Wissen Sie, wenn Sie so ein Bild in der Öffentlichkeit erzeugen und dann sagen, Sie stehen für den WDR, dann glaubt Ihnen das auch keiner. Sie fordern muslimische Vertreterinnen und Vertreter im Rundfunkrat. Sie wissen aber wie wir, dass es keinen Verband bisher in Nordrhein-Westfalen gibt, der körperschaftsrechtlich anerkannt ist, wie es bei der evangelischen Kirche, der katholischen Kirche, bei der jüdischen Gemeinde der Fall ist. Infolge konnten wir dieses nicht so regeln, wie Sie es fordern. Und das wissen Sie auch. Und deshalb ist Ihre Forderung eigentlich umso, ja, wie ich finde, umso scheinheiliger, weil es eigentlich an der Stelle sich nicht gehört, etwas zu fordern, was wir aus gut erwogenen rechtlichen Gründen derzeit so nicht umsetzen können. Gibt es einen solchen rechtlich anerkannten Verband, wird das sicher schnell nachzuregeln sein. Opposition soll es richten, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Sie werden gleich sehen, wir beschließen mit Mehrheit das, was wir uns vorgenommen hatten zu tun. Wir haben lange überlegt, wie wir es am besten machen. Wir sind zu einem Kompromiss gekommen, der den WDR natürlich in die Pflicht nimmt, der aber gleichzeitig die Lokalradios in Nordrhein-Westfalen ein Stück dessen versichert, was wir in Sonntagsreden Ihnen immer versprechen, nämlich, dass wir auf das duale System in Nordrhein-Westfalen stolz sind, auf diese besondere, vielfältige, privat- und öffentlich-rechtlich organisierte Radiolandschaft in Nordrhein-Westfalen. Sie müssen nichts richten, Sie können sich wie sonst auch verweigern oder sich enthalten, ganz wie Sie wollen, oder auch zustimmen, wenn Sie es am Ende noch möchten. Aber Sie müssen hier nichts richten. Wir sind gewählt mit einer Mehrheit, die das tut. Und wir werden diese Entscheidung dann, so wie wir es miteinander uns vorgenommen haben, hier gleich dann auch treffen. Die wohlfeilen Worte, die schon gefallen sind, brauche ich nicht wiederholen. Ich finde, wir haben viel erreicht. Wir haben ein modernes Gesetz geschaffen, dank einer guten Vorlage der Regierung. Wir haben Veränderungen vorgenommen seitens des Parlaments, ganz so, wie es sich gehört. Das Ganze ist in einem langwierigen, offenen und weitestgehend transparenten Verfahren, soweit man das überhaupt machen kann, ermöglicht worden. Es konnten sich alle beteiligen, die Verbände und in Anhörungen, alle, die damit zu tun haben. Wir haben eine breite Palette von Änderungen vorgenommen, die der Kollege Vogt im Einzelnen in seiner Rede ja schon dargestellt hat. Vielfalt gesichert, Transparenz hergestellt und mehr Teilhabe organisiert. Und ich glaube, dass der WDR
stark und tragfähig in die Zukunft gucken kann. Wir akzeptieren ganz besonders die Bemühungen des Intendanten Tom Buro, das wird ihm in persönlichen Gesprächen genauso gesagt wie hier öffentlich vom Pult aus, nämlich, dass er sich bemüht, den Westdeutschen Rundfunk zu sanieren. Das ist nicht einfach und ich weiß, dass das auch mit schmerzhaften Entscheidungen im Hause verbunden ist. Einige von uns hier wissen genau, worüber wir da reden und umso wichtiger ist es, dass wir uns gleichwohl unabhängig von all diesen Einflüssen politisch frei hier für das entscheiden, was wir gleich tun werden. Und das machen wir, indem wir das WDR-Gesetz hier mit Mehrheit, vielleicht mit sehr breiter Mehrheit, beschließen. Auf jeden Fall glaube ich, dass es ein gutes Gesetz sein wird. Es wird sich bewähren und es wird zeigen, dass alles, was jetzt hinterhergerufen wird, am Ende nicht trägt. Auch das, was jetzt der Herr Nückel dazu sagen wird, trägt nicht. Und da wir das schon wissen, hören wir ihm natürlich geduldig zu und beschließen dann so, wie wir es für richtig halten. Dankeschön.